Guten Morgen. Der fünfte Spieltag steht an in der Bundesliga mit Borussia Dortmund. Ich tue einfach mal Lewandowski rein. Und schon geht's los gegen Nürnberg. Und wie auch schon gesagt wurde, der erste Sieg muss jetzt wirklich mal kommen. Das stimmt absolut. Und diesmal sind wir ganz ohne Geräusche unterwegs. Wobei ich es mit Fans schon ein bisschen besser finde. Aber ja, könnt ihr mal schreiben, wie ihr es findet, so ganz ohne Geräusche. Pisscheck auf Götze. Oh, schön, schöner Trick hier. Flankt. Barrios. Und nochmal abgefangen, Bender, Barrios. Aber geklärt von Nürnberg. Oh, was für ein Pass, der war echt genial gespielt. Franz, Schmelzer, Fail, aber Weinfelder ist da. Puh. Gleich mal eine dicke Möglichkeit für Nürnberg. Zu Beginn. Kagawa etwas zu übermotiviert gelaufen. Barrios erobert den Ball, schießt. Barrios fast mit dem 1-0. Gute Gelegenheit. Und Ochs, den kenne ich gar nicht, den Keeper von Nürnberg. Kagawa. Barrios, aber der ist ja ganz allein auf weiter Flur. Deswegen verlagere ich das Spiel mal auf außen und kriege immer einen Freistoß. Nach diesem Foul an Mario Götze. Nuri Sahin. Kagawa. Sahin, Flanke. Aber die kam etwas zu kurz für Großkreuz. Hummels, Fallrückzieher, ja, aus der Drehung. Elegant gelöst. Aber nicht unbedingt erfolgreich. Ich dachte, er macht jetzt einen Fallrückzieher, aber der hat's extrem umständlich gemacht, hat sich komplett um die eigene Achse gedreht und dann abgeschlossen. Ich war überrascht, dass überhaupt noch was rausgekommen ist. So Botic, oh, jetzt ist hier Nürnberg, wirkt irgendwie nervös oder verunsichert in der Abwehr. Was für ein Traumpass auf Kagawa! Das muss ich auch mal wieder ansehen. Hier, nachdem du geklärt hast, habe ich den Ball erobert. Dann hier dieser Traumpass von, ich glaube, Barrios auf Kagawa. Aber ich bin zu dumm, um ein Tor zu machen. Eieiei. Subotic. Großkreuz. Nochmal abgeblockt, Kagawa. Jetzt ist er drin! Jetzt ist das 1-0 da. Wunderbar. Yeah, schauen uns nochmal die Wiederholung an. Nach der Ecke. Hier, zunächst geklärt. Könnten wir denken, Großkreuz läuft etwas... Nee, irgendjemand läuft etwas zu hinten. Kagawa kommt ein Ball, macht so eine Art Heber oben hin. Hier. Das meine ich. Also von der Flugbahn her war es so eine Art Heber. Richtig lässig gemacht. Ich dachte, im ersten Moment sah es aus, als würde er drüber gehen, aber war echt gut gemacht von Kagawa. Klasse Schusstechnik. Und damit steht es verdientermaßen 1-0. Und Barrios. Wie gesagt, Nürnberg ist extrem schwach hinten drin. Dass ich nicht höher führe, liegt allein an meiner schwachen Chancenwertung. Oh, was ein schlechter Pass eben. Und schon wieder Ei. Aber das lag an mir. Bam! Ordentlich in die Fresse gegeben. Kagawa. Götze. Barrios und schön abgegrätscht davon irgendeinem Nürnberger. Und dann ist Pause. 1-0. Relativ flottes und ansehnliches Spiel. Nicht so langweilig wie einige der letzten Spiele. Und das Ergebnis passt bisher auch. Wobei ich habe ja schon zweimal 1-0 geführt in der Saison. Ohne dieses Spiel mitgezählt, habe dann immer noch unentschieden gespielt. Von daher sollte man jetzt nicht... Sollte man auf jeden Fall diese Führung mit Vorsicht genießen. Solange man mich nicht auf 2-0 erhöhe. Weil 2-0 ist schon schwer dann noch einzuholen. Wow. Abgefälscht.
ging auch relativ nah ans eigene Tor ran. Und noch mehr Ecke. Ne, Pinola kommt mal im Ball, flankt. Gündogan, 1-1. Ist doch nicht zu fassen. Eieiei. Eben habe ich noch gesagt und schon ist passiert. Oh, was für ein schlechter Anschluss. Gleich das 1-1 kassiert. Wie immer in dieser Saison. Und Nürnberg, jetzt plötzlich sind sie voll dabei. Drängen auf das 2-1, so sieht es jetzt aus nach dem Tor. Und jetzt wechseln wir Lewandowski ein für Bender. Löse also meine Doppel-6 auf, spielt mit einem 4-4-2 mit Raute oder auch 4-1-2-1-2. Mal sehen, was daraus wird. Subotic. Großkreuz bisher noch kaum Aktion. Kagawa. Barrios. Eieiei. Unschein patzt er erst, aber Robert dann zum Glück den Ball noch zurück. Jetzt Mario Götze. Holt, glaube ich, noch einen Einwurf raus. Ja. Das ist Lewandowski, seine erste Aktion in dieser Partie. Flanke. Wolf. Sehr unsicher, was er da macht. Götze verliert den Ball allerdings auch. Kagawa. Gündogan, jetzt gehen ja alle meine Spieler drauf. Hummels, grätscht ins Leere. Piszczek nicht. Ganz stark gemacht. Holt den Ball zurück. Jetzt die Kontersituation. Für den Ball für Piszczek auf Kagawa. Der auf Barrios, der ist ganz allein. Und ja. Es gab kaum eine Alternative. Sei denn, ich hätte zurückgepasst, aber wollte jetzt auch nicht machen. Barrios. Ah, jetzt kommt schon nicht schon. Ich muss doch mal gewinnen hier. Kagawa, ganz schwach. Eben diese Aktion. Nach der Ballername Lewandowski, Wolf. Großkreuz. Joriot Nürnberg macht noch Zeitspiel jetzt in den eigenen Reihen. Und gegen ich hier mit totalem Pressing ankommen. Und ein Foul, das war's, denke ich mal. Mack mit der letzten Aktion des Spiels, würde ich mal behaupten. Und Jako abseits, und das müsste es jetzt gewesen sein nach diesem Freistoß, der hier ausgeführt wird von Weidenfeller. Ende. 1-1. Diese Saison, beziehungsweise der Saisonverlauf bleibt ernüchternd. Wir sind gerade mal 13. Nur unentschieden und eine Niederlage. Bisher ist das noch nichts. Wir sehen uns beim nächsten Mal.